der größte Fehler, den du tatsächlich machen kannst bei Immobilien, ist... wie du in der Krise richtig investierst und welche Fehler du dabei unbedingt vermeiden solltest. Darum geht's in diesem Video. Viele sagen, wir sind in einer Krise. Was soll ich investieren? Wie soll ich investieren? Zu welchem Zeitpunkt soll ich investieren? Bei mir läuft im Moment das Telefon heiß. Ich könnte den ganzen Tag nur kostenloses persönliches Gratis-Coaching geben zum Thema. Deswegen habe ich gesagt, ich mache jetzt ein Video darüber. Ich werde versuchen, ein paar grundlegende Irrtümer hier klarzustellen, und ich werde auf der anderen Seite bestmöglich dir ein paar Basic-Tipps geben, wo ich sage, an denen du nicht vorbeikommst. Viele sagen, ja gut, Paul, die Aktienkurse sind in den letzten Wochen gravierend nach unten gerasselt. Jetzt geht es weiter mit den Immobilien. Und da sprechen wir zum Beispiel schon über den großen Irrtum Nummer 1. Nur, weil Aktien in den Keller fallen, wobei ich sage, Leute, der Keller, die Talsohle ist hier noch lange nicht erreicht. Also diejenigen, die glauben, das, was jetzt hier gerade abgeht bei den Aktien, okay, das ist jetzt verglichen, kurzzeitig gesehen, ganz spannend für den einen oder anderen, aber ich persönlich glaube, dass es hier für einen Einstieg viel zu früh ist. Du weißt auch noch gar nicht, welche Firmen, denen es vorher cashmäßig schon nicht so gut ging vor dieser Krise. Und die Wirtschaftskrise kommt erst, Leute, das vergesst ihr so gerne, viele von euch. Das richtige wirtschaftliche Blutbad kommt noch. Und das wird unterschätzt, glaube ich, von den meisten noch. Es wird richtig, richtig, richtig hier Firmen geben, die am Boden gehen oder in die Knie gehen. Und Warren Buffett sagt nicht umsonst, wer ohne Hose geschwommen ist, wird man in der Ebbe erkennen. Das heißt, die Ebbe ist noch nicht da. Die Ebbe kommt erst. Punkt 1, also es heißt noch lange nicht, nur weil die Aktienkurse nach unten gehen, dass auch die Immobilienpreise nach unten gehen. Es ist sogar tatsächlich sehr, sehr oft so in Krisenzeiten, dass Menschen, die Angst haben, aus Aktiengeld abziehen und es dann in Immobilien investieren, in solides Betongold. Warum? Weil, ich sage immer, gewohnt werden muss immer, gearbeitet werden muss auch immer. Und egal, ob es mehr oder weniger Arbeitslose gibt, es wird Städten geben, wo gearbeitet wird. Und wenn du mal logisch drüber nachdenkst, wo werden denn unsere Produkte gebaut? Naja, letztlich in Fabriken. Und was sind Fabriken? Fabriken sind Areale, sind Hallen, sind Gebäude. Wo werden im Moment Menschen verarztet? Ja, in Spitälern, auch das sind Gebäude. Natürlich gibt es öffentliche und private, das ist jetzt wieder ein anderes Thema, aber im Prinzip unser ganzes Leben, ihr habt alle heute Nacht in einer Immobilie geschlafen. Oder die meisten von euch, hoffe ich zumindest. Ja, also unser ganzes Leben spielt sich in Immobilien ab, und das war immer so, das war vor 2000 Jahren so und das wird immer so sein, bin ich überzeugt. Es heißt nicht zwangsläufig, wenn ein Aktienmarkt nach unten geht, wenn ein DAX im Keller ist oder wie auch immer, wobei, wie gesagt, Keller ist hier noch lange nicht erreicht. Wir sind jetzt gerade mal von irgendwie siebten Stock vielleicht in den fünften, vierten abgerutscht. Jetzt das mal losgelöst. Natürlich gab es auch schon Wirtschaftskrisen, wo alles komplett den Bach runter und wo kurzzeitig mal alles platt gefahren war. Aber ich persönlich glaube dran, dass es Berichtigungen geben wird in einzelnen Märkten. Und jetzt sind wir schon beim Irrtum Nummer 2. Es gibt nicht den Immobilienmarkt. Es gibt nicht den Immobilienmarkt USA. Es gibt auch nicht den Immobilienmarkt Europa. Es gibt Märkte, die sind regional auch. Ja? Also wir haben natürlich, klar haben wir einen deutschen Immobilienmarkt. Wir haben auch einen Dachraum-Immobilienmarkt. Aber das leuchtet jeden ein, dass natürlich im Dachraum zum Beispiel in der Schweiz eine ein bisschen andere Situation ist wie in Österreich oder in der Schweiz, in Deutschland. Genauso ist aber auch eine andere Situation, ob ich jetzt eine Immobilie habe in München, Schwabing oder in Chemnitz. Es ist ein Unterschied, ob ich eine Immobilie habe in Dresden oder in Wolfsburg. Und seit 2 oder 3 Jahren erzähle ich bei all meinen Immobilien-Bootcamps, bei all meinen Immobilien-Seminaren,
Es ist so einfach eigentlich, den Immobilienmarkt einmal ein paar grundlegende Dinge zu verstehen. Und trotzdem verstehen das so viele nicht. Und ein paar grundlegende Dinge, bitte jetzt nochmals. Wann sind Immobilien interessant? Immer dann, wenn es Menschen gibt, die drin wohnen möchten und das auch bezahlen können. Und nicht der Staat eingreift und irgendwie sagt, es gibt hier Regulierungsmaßnahmen und. Deswegen vertreibt man dann gewisse Investoren ins Ausland. Die investieren dann lieber im Ausland als im Inland. Zweiter Punkt. Der Markt wird dominiert immer, egal wo, das ist marktwirtschaftlich so, Angebot, Nachfrage. Und deswegen ist es zum Beispiel so, dass ich bin jetzt hier auf Mallorca, hier werden auch in Krisenzeiten Luxusimmobilien mit 2, 3, 4, 5 Millionen gehandelt. Warum? Weil ein reicher russischer Oligarch, genauso wie ein deutscher Industrieller, der schon längst durch ist und Millionen Privatvermögen im hunderte Millionen Bereich oder vielleicht sogar Milliardenbereich auf der Kante hat, dem ist das egal, ob jetzt Krise ist. Der will gerade in der Krise nicht zu viel Bargeld halten. Das heißt, der kauft auch ein Penthouse um ein paar Millionen. Der kauft auch eine Villa in Krisenzeiten. Natürlich ist die Villa dann ein bisschen günstiger, vielleicht als außerhalb der Krise. Aber du wirst nie erleben, dass bei Luxusimmobilien die Preise so stark verfallen wie bei Durchschnittsimmobilien. Und ich schwöre dir jetzt schon hier, Puerto Portales, Port Andratx, Palma, 2 Jahre nach der Krise sind die Preise nochmal 20% höher als jetzt. Schreib's dir auf, kannst mich erinnern. Spätestens 3 Jahre nach der Krise. Und wenn es nicht 3 sind, sind es 3,5. Aber es wird, ich sage immer, seit den alten Römern sind Grundstückspreise in Europa in guten Lagen gestiegen. Trotz 2 Weltkriege, trotz spanischer Grippe, trotz irgendwelcher Epidemien, trotz irgendwelcher Rauf und Runter, weil es einfach so ist. Weil wenn du mit dem Flieger irgendwann wieder drüber fliegst über Europa, dann wirst du sehen, dass es da unten die Alpen gibt. Und Alpen ist außer zum Skifahren, wo es zwar auch eine Skihütte gibt, ist eine Immobilie und genau genommen ist auch ein Skilift eine Immobilie, aber da werden die meisten von uns beiden, die jetzt hier zuschauen, nicht investieren. Das heißt, auch Wälder nicht, außer du bist Forstwirt oder kaufst irgendwelche Wälder. Du wirst wahrscheinlich auch kein Landwirt sein oder wenn du einer bist. Aber wenn du mal diese ganzen Sachen abziehst, landwirtschaftliche Flächen, forstwirtschaftliche Flächen, Seen, Flüsse, Meere natürlich und so weiter, dann bleiben am Ende gewisse urbane, gut erreichbare Städte über. Und diese Städte sind die interessant sind zum Investieren unter einer Voraussetzung. Und das ist das andere, was ich immer bei meinen Seminaren erzählt habe. Wenn du dort nicht nur einen Arbeitgeber hast. Also entweder Arbeit. Arbeit ist ja die Grundvoraussetzung, dass Menschen dort leben und arbeiten können. Menschen leben dort, wo sie arbeiten können. Da schließt sich jetzt wieder der Kreis. Und wo die Arbeit nicht nur von einem Arbeitgeber abhängt. Oder wo Menschen gerne Zweitwohnsitz haben oder gerne leben, wo es einfach schön ist vom Wetter, von der Natur, von anderen Umständen her und die Menschen, die dort leben wollen, sich es leisten können und mehr Menschen gern dort leben würden, als es Möglichkeiten gibt. Deswegen zum Beispiel Kitzbühel so beliebt, deswegen die schönen Flecken in Mallorca so beliebt. Also es ist ganz einfach. Es gibt nicht den Immobilienmarkt. Deswegen findet euch damit ab, dass es eine Immobilienuhr gibt und die tickt in jedem Bereich ein bisschen anders. Und es wird natürlich Berichtigungen da und dort geben, aber gewisse AAA-Lagen, die jetzt überbewertet sind, werden dann vielleicht etwas runtergehen vorübergehend. Dann musst du halt in dem Moment vielleicht zuschlagen. Aber es ist auch immer die große Frage, was willst du überhaupt erreichen mit Immobilien? Bist du jemand, der gute Rendite haben will, dann ist nicht unbedingt die A1-Lage das Spannende, sondern dann ist es vielleicht die Lage, aber auch nicht die C-Lage, weil das ist die, die als erstes jetzt leer steht und vom Preis ganz runter geht. Das heißt, das sind die A-Lagen von morgen, auf die du schauen solltest. Das sind die Sachen, die sozusagen, wenn die A-Lagen voll erschöpft sind, wenn da nichts mehr verkauft werden kann, wo die Leute dann hingehen im nächsten Schritt. Du wirst den idealen Zeitpunkt, das ist der nächste Irrtum, du wirst den idealen Zeitpunkt für den Einstieg sehr schwer erwischen bei Aktien und
es gibt auch nicht diesen idealen Zeitpunkt bei Immobilien. Weil ich sage, der ideale Zeitpunkt bei Immobilien ist, dass du rechtzeitig dir Netzwerke aufgebaut hast, die dir dann die Informationen liefern. Ich kaufe jetzt, ich habe vorher beim Brexit gekauft, ich habe vor Brexit auch Schnäppchen bekommen, weil wenn du gute Netzwerke hast, bekommst du immer Schnäppchen. Mich hat jetzt vorher wieder mal ein Kunde angerufen, Herr Paul, sollte man nicht noch warten, die richtigen Schnäppchen kommen noch. Nee, da habe ich die Sachen jetzt schon wieder verkauft. Die Schnellen fressen die Langsamen, nicht die Großen, die Kleinen. Und genau das ist der Punkt. Die meisten haben so ihre Ausreden, warum die warten wollen, warum nicht jetzt investieren in einem halben Jahr, in einer Dreivierteljahr. Du kannst noch 3 Jahre auch warten. Aber der ideale Zeitpunkt zum Einsteigen kommt nicht. Der größte Fehler, den du tatsächlich machen kannst bei Immobilien, ist nicht zu investieren und es immer wieder vor dir herzuschieben. Das ist der wirklich große, große, große Fehler, der schmerzhaft ist. Weil, ich sag dir, du wirst irgendwann zurückdenken und sagen, hätte ich damals nur vor 3 Jahren, vor 5 Jahren, vor 10 Jahren, ja, hätte Fahrradkette, dann ist es auch zu spät. Also, einfach nachdenken und wie gesagt, nur weil Aktien fallen, heißt das noch lange nicht, dass Immobilien fallen. Es gibt nicht den einen Immobilienmarkt und ja, es ist auch lange nicht gesagt, dass Immobilien so weit jetzt nach unten rasseln werden, wie der eine oder andere sich das wünscht. Das wird nur dann passieren, wenn zu viele Immobilien gleichzeitig am Markt kommen. Ich glaube daran nicht. Ich persönlich sage, hier in Mallorca zum Beispiel sind immer 20-30% der gesamten Immobilien am Markt, 50 Nationalitäten kaufen, verkaufen und trotzdem haben wir hier einen sehr, sehr stabilen Markt. Also, im Prinzip ist die einzige Frage, wird sich dieses Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage so stark verändern, dass es plötzlich viel, viel mehr Angebot gibt als Nachfrage. Ich sehe es nur als temporären Prozess. Ich sage, es ist genug Geld auf dieser Welt unterwegs. Es gibt genügend Leute, die Geld haben und die werden in Zeiten der Krise nicht riesige Barbestände horten, weil sie teilweise Angst haben vor Veränderungen, teilweise Angst haben vor Währungsreformen und anderen Dingen, auf die ich in anderen Videos noch zu sprechen komme. Ja, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen. Also räume auf mit diesen Irrtümern, die da draußen am Markt erzählt werden. Wie gesagt, noch lange nicht gesagt, dass weil Aktien in den Keller rasseln, auch Immobilien in den Keller rasseln, es gibt nicht diesen einen Immobilienmarkt, sondern es gibt Immobilienmärkte. Such dir den, der für dich passend ist, such dir den richtigen, aber schau vor allem, dass du die richtigen Partner, die richtigen Netzwerkpartner dort sitzen hast, weil du weißt, Geschäfte werden dann gemacht, gute Geschäfte, wenn zur richtigen Zeit die richtigen Menschen zusammenkommen. Und wenn du nicht die richtigen Partner hast, dann hilft dir auch die richtige Zeit nichts, weil du einfach dieses Know-how möglicherweise nicht haben wirst und nicht die richtigen Entscheidungen treffen kannst, weil dir gewisse Informationen fehlen, die nicht jedem zugänglich sind. Also mein Tipp an dich, mach dich vorher schlau, nimm dir jetzt die Zeit in der Krise, dich zu bilden, dich weiterzubilden zum Thema Immobilien. Du hast jetzt vielleicht etwas mehr Zeit als sonst. Bestell dir mein Buch Lizenz zum Immobilien-Tycoon und wenn du das Buch schon hast, dann lies es nochmal durch und nochmal durch. Bestell dir auch noch das Hörbuch und hör es auch beim Autofahren, bis die Dinge wirklich sich manifestieren und komm mal, wenn es wieder möglich ist, unbedingt zu meinem Bootcamp. Das ist ganz, ganz wichtig, um dort auch wirklich dann aus erster Hand mal von mir Tipps und Tricks noch zu erfahren, die ich im Buch nicht so ausführlich beschreibe, weil ich einfach sage, das hebe ich mir auch auf für Menschen, denen es wert ist, wirklich in sich zu investieren und den nächsten Schritt zu gehen. Also, das war's für heute und jetzt, wie gesagt, empfehle ich dir gleich das nächste Video. In diesem Sinne, jetzt auf den Link gehen und das Buch holen bzw. zum Bootcamp anmelden. Wir sehen uns.